Bist du ein Ritter? Klappe, reden gilt nicht. Ich dachte, ein Rotschopf wie du muss ein Draufgänger sein. Mein Fehler, ein andermal vielleicht. Prost, Junge. Aha. Ein Starwettbewerb. Bist du ein Ritter? Na klar, was denn sonst? Wenn ich bloß zum Brotbacken da wäre, hätte ich mein Leben umsonst riskiert. Ich sag dir, Junge, such dir eine Arbeit, die sich lohnt. Keine, wo du dir jedes Mal ein neues Pferd kaufen musst, wenn dir einer den Arsch versohlt. Ein Ritter zu sein ist teuer. Vor allem, wenn man auch noch ein Säufer ist. Verdammt, hätte ich's doch vorher gewusst. Wirst du bald kämpfen? Warum fragst du? Na gut, ich will dir was verraten. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Nein, nicht wirklich. Welche Farbe hat deine Kacke, Junge? Sehr gut. Sieht so aus, als könntest du doch den Mund halten. Willst du wirklich wissen, was hier vor sich geht? Dann sag einfach die Worte: Was ist dein finsteres Geheimnis, Catface? Was ist dein finsteres Geheimnis, Catface? Wohlgesprochen, mein Junge. Denn mein Geheimnis ist wahrlich finster. All die Männer hier bereiten sich nämlich auf etwas vor. Es ist für eine Sache, die man Treue nennt. Du musst wissen, dass diese Ritter einem Mann treu sind. Und der ist einem anderen treu. Und der ist dann noch jemand anderem treu. Einer Frau. Der rechtmäßigen Königin von England. Für manche geht's bei Treue nur um Geld, Gunst und Macht. Aber für mich geht es um Vertrauen. Darum, wem ich für eine gerechte Sache bis in die Hölle folgen würde. Erhobenen Hauptes gemeinsam in die Hölle gehen. Das ist es, was die Welt zusammenhält, mein Junge. So, hast du mein kleines Geheimnis jetzt verstanden? Nicht wirklich. Gut. Brauchst du ein Steinmetz? Ich? Naja, diese Zinnen könnten einen neuen Stein oder zwei gebrauchen. Aber davon abgesehen, ich verstehe nichts vom Bauen. Und ich will es auch nicht. Alles, was ich brauche, ist eine feste Mauer und etwas heißen Teer, um meine Feinde warm zu halten. Das erinnert mich an eine Geschichte. Willst du eine Geschichte hören, mein Junge? Nicht unbedingt. Nein, du musst wissen, ich bin nicht nur gut zum Pechgießen. Damals in meiner Glanzzeit war ich auch ein ziemlich gerissener Hund. Einmal belagerten ich und meine Männer eine Burg. In der ersten Nacht wartete ich, bis alle schliefen. Dann nahm ich meine Brechstange und schwamm durch den Graben zum Wall. An einer Stelle war der Mörtel zwischen den Steinen herausgebrochen und man konnte hindurchsehen. Also, was habe ich gemacht? Richtig, ich habe mit meiner Brechstange ein Loch in die Mauer gestemmt und bin hindurchgeschlüpft. Anschließend musste ich sie dort treffen, wo es wirklich wehtut. Und das sind nicht immer die Eier. In diesem Fall war es ihr alter Brunnen. Ein ziemlich marodes Ding. Ein Tritt. Und die Steine fielen und verstopften den Schacht. Und von da an hatten sie kein Wasser mehr. Die kürzeste Belagerung in der Geschichte der Belagerung. Und nicht ein Trottel musste sterben. Und das alles, weil ich mir die Mauer genau angesehen und den Brunnen zerstört hatte. Ich dachte, Ritter kämpfen nur. Ja, ein echter Ritter macht so einiges, mein Junge. Wie hast du die Belagerung beendet? Ich habe nach einer Mauer ohne Mörtel gesucht. Und dann habe ich ihrem maroden Brunnen eingetreten. Das war's. Was für ein seltsamer Junge. Denn er hat ja neue Leute kennen hier. Naja. So, wir sollten mal den Tom finden.
ist am Turm. Pass auf, wo du hinläufst, du Zwerg. Mach dir nichts draus, Junge. Pass auf, wo das ist du nur treu. William Hamley. Er hat auf eine Prinzessin gehofft, aber gekriegt hat er nur einen Tritt. Was hat er denn? Glaubst du, er hat was vergessen? Seine Würde vielleicht? Da ist er ja. Ihr scheint mir ein ehrbarer Mann zu sein, aber wir haben bereits einen Stellmacher, der Dinge für uns repariert. Dann vielleicht etwas anderes. Ich habe gehört, es gäbe hier alles Mögliche zu tun. Ja, aber leider nicht für einen Baumeister. In der Tat brauchen wir eher Leute, die einreißen können, als Dinge wieder aufzubauen. Nun gut. Vielen Dank für eure Zeit. Kann er das nicht? Ich meine, wer... Komm mit, Junge. Wer Bogen aufbauen kann, weiß doch auch, wie man sie zum Endsturz bringt. Oder nicht? Kennt ihr vielleicht jemanden, der ein Steinmetz sucht? Letzten Sommer haben sie was im Kloster von Shaftesbury gebaut. Aber vermutlich sind sie damit schon durch. Okay, wieso? Ich war schon in Shaftesbury. Die haben viel... Diese Gebäude sind baufällig, das kann doch jeder nahe sehen. Selbst wenn dem Grafen Vorratslager und Küche egal sind, liegt ihm vielleicht etwas anderes auf der Seele. Du kannst Burgen bauen? Wenn ich das Geld und die Leute hab, ja? Vielleicht zeige ich dir eines Tages, wie das geht. Mhm. Wozu brauchst du Arbeit? Um Unterkunft und Essen zu bezahlen, damit wir nicht verhungern. Nicht jeder kann im Wald leben, Junge. Nein? Nein. Menschen müssen unter Menschen sein. Und damit das klappt, wie die Gesetze in Städten oder Mieten. Na gut, damals gab es das Internet noch nicht. Wenn jeder einfach tun würde, wozu er Lust hätte, würden die Dinge sehr schnell, sehr übel aussehen. Kannst du nicht irgendwo anders arbeiten? Nicht, wenn wir heute Abend was essen wollen. Sie wollen dich nicht haben, oder? Ja. Nur weil die Arbeit einem nicht in den Schoß fällt, heißt das nicht, dass es keine gibt. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Sag deiner Mutter, sie soll sich noch gedulden. Wonach suchst du? Nach etwas, das den Grafen überzeugen könnte, mich anzustellen. Das könnte mit dem Brunnen? Etwas Kleines sein, wie ausgewaschener Mörtel oder eine lockere Säule. Manchmal braucht man erst ein Problem, wenn man schon die Lösung hat. Tom braucht Arbeit. Ich muss ausschalten, ob man hier etwas reparieren kann. Okay, finden wir was zum Reparieren. Damals zum Beispiel Und wenn du was siehst, das kaputt ist, lass es mich wissen. Gibt es noch weiteres außer dem Brunnen? Finden wir mal wieder den Hof. Da hinauf. Ne, den wollen wir nicht nochmal reden. Wir wollen die Mauer mal. Gut achten. Einen Tag nochmal, bis er schaut. Die Festung fällt auseinander. Joa.
erzählen wir es ihm. Einige Zinnen sind platt. Das habe ich auch schon bemerkt. Schau mal, ob du noch mehr Schäden findest. Oder noch besser, hör dich nach Gerüchten über den Grafen um. Wenn wir herausfinden können, was für ein Mensch er ist, wissen wir vielleicht auch, wie wir ihn überzeugen können. Aha. Den Brunnen hätten wir noch. Ist bei euch irgendwas kaputt? Meine Nase, schätze ich. Und ein paar meiner Rippen. Ansonsten geht's uns gut. Die Mauern. Auf jeden Fall. Da hinten ist eine brüchige Mauer. Wenn das wahr ist, dann hast du ein sehr scharfes Auge. Schau mal, ob du noch einen weiteren Schaden findest. Und sag mir, falls du mehr über den Grafen herausfindest. Okay. Wie wär's mit dem Brunnen? So, hier der hübsche Brunnen. Und der Brunnen ist bau für dich. Ich sollte Tom berichten. So, ab zum Stall. Der Brunnen sieht kaputt aus. Ja? Sehr gut, Jack. Den will der Graf mit Sicherheit repariert haben. Das sollte fürs Erste genügen. Aber bleib wachsam. Und sag mir, falls du mehr über den Grafen herausfindest. Okay, jetzt müssen wir noch Sachen über den Grafen herausfinden. Bevor es weitergehen kann. Der Ritter werden wir erstmal nicht plaudern. Können wir hier doch mal mit dem Ritter tja, oder auch nicht. Zum Turm hinauf. Der meine Flügelkörner klauen. Bestimmt eine gute Idee. Mit dem können wir dann hier reden. Dann gibt es einen Brief. Angesehener Brief. Lady Aliena, ich sehe unsere Vereinigung mit großer Vorfreude entgegen. Mein Vater ist einer der wohlhabendsten Männer des Landes und deiner, der Graf von Shirek. Zusammen werden wir eine mächtige Familie, ohne Sondergleichen. Und dennoch musst du beim Gedanken an unser anstehendes Treffen nicht erröten, meine Dame. Du wirst mich gut zufriedenstellen. Mein Vater hat ein Haus für uns in Auftrag gegeben. Du wirst kochen, putzen, Gäste empfangen. Und meine Pferde pflegen. Schlaflose Nächte sollen dich dafür belohnen. What the fuck? Oh, what the frick? Der Graf. In ganz Südengland haben wir Gefolgswort. Selbstverständlich. Du bist ja auch der Graf. Verlasse dich nie allein auf deinen Titel, mein Sohn. Ich verstehe nicht. Hast du deshalb diese ganzen Briefe geschrieben? Aha. Wir wissen nur, was im Süden passiert. Aber was Robert im Westen tut, wissen wir nicht. Gemeinsam kontrollieren wir also den gesamten Südwesten? Nicht vollständig, aber
Wir haben überall Kundschafter, die uns regelmäßig Bericht erstatten. Und nun Ruhe. Ich muss nachdenken. Alles klar. Der Graf ist beschäftigt, Junge. Das soll überhaupt hier reinkommen. Das ist so fürs Mittelalter schon irgendwie so nah an den Grafen rankommen. Es tut mir schrecklich leid, Junge, aber die Lady Aliena empfängt heute keine Besucher. Die Lady Aliena? Eine bezaubernde junge Frau. Sie wohnt oben im Turm. Wie eine Prinzessin? Nun, nicht ganz. Auch wenn sie bestimmt eine wunderbare Königin abgeben würde. Derzeit ist sie nur die Tochter des Grafen von Shiring. Und das macht sie schon ganz gut, wenn ich das so sagen darf. Aha. Eine Prinzessin im Turm. Ich will die Lady sehen. Meine Güte, du bist ja genauso ungehobelt wie ihr letzter Besucher. Nur am Betteln und keine Manieren. Kann ich sie sehen? Darf ich sie sehen? Darf ich? Wie ich schon sagte, sie empfängt heute keine Besucher. Zumindest keine Rüpel. Nicht nachdem dieser Hemley-Junge versucht hat, ihr schon wieder einen Antrag zu machen. Sie braucht jetzt etwas Ruhe. Nicht noch so ein glubschäugiges Ferkel, das sich für einen Barden hält. Und fang jetzt bitte nicht an zu singen. Die Option singen ist jetzt hier. Hemley? Ja, Percy Hemleys Sohn William. Ich hätte jetzt gern angefangen jetzt zu singen. Dir. Darf ich die Lady sehen? Ich hab dir doch gesagt, sie ist gerade nicht in der Stimmung für aufdringliche Bengel. Sie würde lieber ein höfliches kleines Mädchen vorziehen. Aha, das ging mal hin. Aber... Darf ich die Lady sehen? Ich hab dir doch gesagt, sie ist gerade nicht in der Stimmung für aufdringliche Bengel. Sie würde lieber ein höfliches kleines Mädchen vorziehen. Versteh ich schon, aber... Darf ich die Lady sehen? Ich hab dir doch gesagt, sie ist gerade nicht in der Stimmung für aufdringliche Bengel. Sie ich will aber. Ich glaube, das bringt hier nichts. Auch dir einen wunderschönen Nachmittag. Ich glaube, Betteln bringt hier relativ wenig. Aber ich kenne zum Glück eine hübsche Lady. Wusstest du, dass es hier eine Prinzessin gibt? Ich habe gehört, dass der Graf eine Tochter hat, aber das ist alles. Was ist, Junge? Wusstest du, dass es hier eine Prinzessin gibt? Ich habe gehört, dass der Graf eine Tochter hat, aber das ist alles. Okay, es bringt wohl nichts. Okay. Erzählen wir doch mal ihr von der Prinzessin. Vielleicht kann das ja was bringen. Der Martha. Es gibt ja eine Prinzessin. Der Martha. Wirklich? Ja, in dem Turm. Oh, ich will sie sehen. Das könnte klappen. Sie kommt mir bekannt vor. Von aus der Endcard. My Lady? Aus der Endcard kommt sie mir bekannt vor. Ja, Matthew? Unten sind zwei Kinder, die euch unbedingt sehen möchten. Kinder? Ein fröhliches Mädchen und ein merkwürdiger Junge. Nun, da es meine Aufgabe ist, mich um die Gäste meines Vaters zu kümmern, kann ich sie, denke ich, empfangen. Euer Vater hat euch bereits erlaubt, eine Hochzeit zu annullieren? Er wird euch gewiss auch gestatten, diesen Kelch an euch vorübergehen zu lassen.
aber mit wem teilt man besser einen Kelch als mit einem fröhlichen Mädchen? Und einem merkwürdigen Jungen. Wir werden uns schon verstehen. Bringt sie rauf. Erst würde ich sich's merken. Das oh, ihr seid's. Ich habe euch und eure Eltern schon vom Fenster aus gesehen. Was kann ich für euch tun? Stalkerin. Du bist ziemlich schüchtern, nicht wahr? Möchtet ihr was zu essen? Aber es ist noch nicht Essenszeit. Wann es hier etwas gibt, bestimme ich. Ich werde Matthew bitten, euch etwas Brot zu bringen. Ja, gerne. Wo ist deine Mutter? Meine Mutter ist tot. Oh, macht dich das nicht traurig? Ich war traurig, aber das ist schon lange her. Mein Bruder Richard kann sich nicht mal mehr an sie erinnern. Meine Mutter ist auch tot. Wann ist sie gestorben? Letzte Woche. Oh, wer ist denn dann die Frau bei euch? Das ist meine Mutter. Und wo ist dein Vater? Tja, ich hatte nie einen Vater. Woher bist du dann gekommen? Von meiner Mutter? Alles, was jung ist, kommt aus den Müttern. Was haben denn die Väter damit zu tun? Ja, ich denke, gut. Du solltest mal ein Wort mit deiner Mutter reden. Komm. Das Ding mit den Blümchen und den Bienchen. Ich glaube, das sollte mal, ja. Seid ihr jemals so hoch oben gewesen? Nein. Oh, toll. Die Menschen sehen so klein aus. Wie Mäuse. Du gehst bestimmt jeden Tag hier rauf. Früher ja. Aber in letzter Zeit nicht mehr so oft. Warum nicht? Wir sind dabei, uns schlimme Feinde zu machen. Wenn unser erster Angriff fehlschlägt, könnten sie unsere Burg belagern. Dann werde ich viel Zeit hier oben verbringen müssen. Dieser Anblick wäre eine Zeit lang das Einzige, was ich hätte. Er soll etwas Besonderes bleiben. Aber uns zeigst du ihn trotzdem. Ja. Ich glaube nicht, dass mich das hier je langweilen könnte. Kommt, lasst uns wieder runtergehen. Matthew wird euch zu euren Eltern bringen. Die Prinzessin hat mir gesagt, dass der Graf einen Angriff erwartet. Oh, wie war's? Das ist gut. Oh, sie war so hübsch. Meinst du nicht auch, Jack? Mhm. Ich glaube, das sollten wir mal in dem Tom sagen. Lady Aliena erwartet einen Angriff. Einen Angriff? Also bereitet sich der Graf doch auf einen Kampf vor? Das ist gut zu wissen, Jack. Du hast gute Arbeit geleistet, mein Junge. Und jetzt komm mit. Wollen wir doch mal sehen, ob's reicht. Das muss es wohl. Ich würde euch ja gerne nehmen, aber wir können euch nicht gebrauchen. Ich hoffe nur, ihr rechnet nicht bald mit einem Angriff. Was soll das? Warum sagt ihr das? Eure Verteidigungsanlagen sind in schlechtem Zustand. Drückt euch gefälligst etwas deutlicher aus. Aus den Mauern des Torhauses bröckelt vielerorts der Mörtel heraus. Das sind prächtige Ansatzstellen für eine Brechstange. Hat der Feind erst mal ein, zwei Steine herausgelöst, fällt die Mauer schnell. Sonst noch was? Ja, die Burg hat ein Kellergewölbe mit einer Holztür. Wenn ich sie angreifen wollte, würde ich durch diese Tür brechen und ein Feuer im Lager legen. Und wenn ihr der Graf wärt, was würdet ihr dagegen tun? Ich würde einen Haufen behauener Steine bereithalten und einen Vorrat an Sand und Kalk für den Mörtel. Und einen Steinmetz, der diesen Durchgang im Notfall zumauern könnte. Matthew,
auf ein Wort. So, wir können bleiben, fürs Erste. Ihr könnt euch übrigens bei Jack bedanken. Er hat mir heute sehr geholfen. Was hat er denn getan? Das, was du eigentlich tun solltest. Er hat Augen und Ohren offen gehalten und mir damit geholfen, den Grafen zu überzeugen. Und jetzt packt eure Sachen und folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr ein Dach über den Kopf kriegt. Und so fand Tom Bilder schließlich Arbeit. Damals ahnten wir nicht, dass all dies nicht von Dauer sein würde. Oha. Die Säulen der Erdrostasche, Kapitel 3, die Verschwörung. Was du getan hast. Wir haben den Bischof von Auen erfolgreich um Hilfe gebeten. Du hast dem Bischof von Auen erzählt, dass Francis involviert ist. Dein Strohritter hat Martha Mut gemacht. Du und deine neue Familie habt Scarcel erreicht. Du hast nichts gegen Alfreds Hunger getan. Das wird er dir nachtragen. Ja gut. Du hast Sir Cat Phrases Vertrauen gewonnen und sein Geheimnis erfahren. Du hast Algina von Jacks Vater erzählt. Du hast William Hamlights Brief an Lady Aliana gefunden. Du hast Tom geholfen, Arbeit in Earth's Castle zu finden. Es ist doch insgesamt ein sehr gutes... Ist doch eine sehr gute Sache. Damit kann man doch arbeiten. Damit kann Tom arbeiten. Das ist ein gutes Fazit aus dem Kapitel. Kapitel 4. Der Prior von Kingsbridge. Kingsbridge, später, am selben Tag. Gut, dass du deinen Bruder nach St. John geschickt hast, um deiner Gemeinde von der Nominierung zu berichten. Wenn du selbst gegangen wärst, hätten sie dich vielleicht nicht mehr fortgelassen. Es kann durchaus sein, dass ich nach der heutigen Wahl nach St. John zurückgehe. Warum so pessimistisch? Viele der Brüder wollen immer noch, dass Remigius Prior wird. St. John zu leiten muss schwer sein. Aber die Priorei Kingsbridge zu leiten wäre noch viel schwerer. Perfekt für unseren Bruder Philipp. Sag mir, Philipp, was wirst du als erstes tun, wenn du gewählt bist? Ja, gute Frage. Wir werden ein Skriptorium bauen. Eine wunderbare Idee. Kingsbridge sollte ein Ort des Wissens und Lernens werden. Auf jeden Fall. Die Propheten und Illuminatoren von Kingsbridge würden das Wort Gottes in der ganzen Welt verbreiten. Die Illuminatoren? Nochmal. Wunderbar. Und wahrscheinlich auch profitabel. Wenn wir nur nicht verschuldet wären, wie sollen wir ein Skriptorium finanzieren? Tja. Ihr könnt hier nicht herein. Was war das? Wer sind diese Leute? Was geschieht? Hey, geht beiseite! Beiseite, sagte ich! Was geht da draußen vor sich? Soldaten? Gibt es wieder einen Krieg? Diese Narren... Philipp! Es ist Francis! Sie haben Francis! Francis? Großer Gott! Aber mit diesem Cliffhanger hier, mit diesem fiesen Ende, lasse ich heute mal zurück und beende diesen Stream. Part Aufzeichnung, weiß ich nicht. Muss mal gucken, wie wir es schneiden. Aber erstmal ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Ich speichere immer dazwischen. Spielstand speichern. Hier muss gespeichert werden. Sehr schön. Thank you.
Und dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder.